Wir wollen uns heute eine Tier-4-Mission abholen und diese auch machen. Und damit willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Runde 7 Days to Die. Vorher machen wir noch eine ganz kleine Kleinigkeit. Wer in der letzten Folge dabei war, der hat es gesehen. Ich habe verdammt wenig XP bekommen. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich vergessen hatte, einen Skillpunkt zu verteilen. Auf den entsprechenden Skill, auf die entsprechende Fertigkeit. Wir haben zum Glück einen Punkt bekommen in der Blutmondnacht. Und dann muss ich mal ganz kurz schauen, wo es war. Ich glaube, ich habe bei Intelligenz und zwar der fortgeschrittene Ingenieur, richtig? Hier. Du hast die Steinzeit hinter dir gelassen und bist ein Ingenieurlehrling. Erhalte 15% Erfahrungspunkte für Tötung mit elektrischen Fallen. Gegenstände werden in der Schmiede 20% schneller hergestellt. Stelle Kleber günstiger her. Wir haben tatsächlich für die ganzen getöteten Zombies, die die Klingenfalle und der Elektrozaun hingerichtet haben, keinen einzigen XP bekommen. Das war einfach mein Fehler. Wir kaufen uns den Punkt und dann sind wir in der nächsten Blutmondnacht auf jeden Fall ein bisschen besser dran. Natürlich muss ich das insgesamt mehr hochleveln. Und dann sehe ich gerade, dass wir schon wieder Hunger haben. Das können wir aber lösen, das Problem. Ja, ist ein bisschen blöd gelaufen, weil so eine Blutmondnacht ja schon auch eine ganze Menge Zombies killt. Und ja, da kann man schon ein paar XP absahnen. Haben wir in dem Fall nicht hingekriegt. Ja, was haben wir denn jetzt? Gut gemacht, Überlebende. Du hast die Herausforderung Heimstätten abgeschlossen. So, wenn ich das gemacht habe, dann ist es so. Da kann ich mir überlegen, was wir nehmen. Die kennen wir alle schon. Was ist das? Knüppel, Erntewerkzeuge und Medizin. Dann nehmen wir die Erntewerkzeuge. Was haben wir hier? Spinnenschlechter. 11.000 Erfahrungspunkte. Dreifachtaschenmod ist nie ganz schlecht. Patronen lade 15% schneller nach. Das kann natürlich auch hilfreich sein. Eine Zigarre. Weiß ich gar nicht, ob man die heutzutage noch ausrüsten kann. Die haben ja das Inventar für Rüstung und so weiter komplett überarbeitet. Aber ich nehme mal das Dreifachtaschenmod. Dann hätten wir hier nochmal 3 Punkte, bis wir überladen sind. Na, dann nehme ich doch das Patronengurt-Mod. Gut, dann verkaufe ich dir mal die Sachen hier. Viel Spaß damit. So, dann benutzen wir mal die Zeitungen. Eisenwerkzeuge Qualität 5, sehr schön. Und dann gucken wir mal, wo du hier vielleicht noch einen Platz hast. Passt. Hier kannst du es nie reinpacken. Hier kannst du es auch nie reinpacken. Wo passt denn das rein? Na, wahrscheinlich hier, oder? Ja. Dann nimmst du das raus. Rüstung plus 2. Und was ist das? Hitzewiderstand und Explosionsschaden. Dann packst du das hier rein. Wunderbar. Hm. Sehr gut. Sonst noch was? Nein. Hast du irgendwelche Bücher, die mich jetzt interessieren? Das könnte vielleicht. Okay, der Rest ist jetzt nicht so spannend. Gut. Ja, dann neue Aufgabe, abholen, säubern, Stufe 4, rent a car. Wasted Stiffs und Schudiewicz. Schudiewicz haben wir auf jeden Fall noch nie gemacht, zumindest nicht in dieser Staffel. Der Name kommt mir bekannt vor, das heißt die Mission grundsätzlich gab es auch schon in der vorhergehenden Spielversion. Ja, ich müsste ganz gut ausgerüstet sein. Ich kontrolliere dann nochmal, dass die Waffen auch geladen sind, dass ich sie nicht bloß einstecken habe. Munition haben wir dabei, Essen, Trinken haben wir dabei. Geht los. Huch, war die so weit weg? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Oh, so weit draußen, einmal durch die ganze Stadt. Ja, da lernen wir gleich mal die Stadt noch ein bisschen kennen. Müssen wir sehen, dass wir es zeitmäßig hinbekommen. Aber grundsätzlich haben wir jetzt wieder Zeit. Wir haben ja die nächste Blutmondnacht erst in 7 Tagen. Ja, da merkt man auch ein paar Laderuckler hier. Oh, okay. Verfehlt. Passt da halt hier lang.
Das ist aber schon immer so gewesen, dass es in der Stadt hier ein bisschen, oh, da läuft jemand, von der Performance ein bisschen ruckelt. Da ist ein Renn, ein Kreckebuck, das ist natürlich schön. Und Tier 2 Mission, okay. Das können wir uns mal so mit vornehmen, weil Tier 2 Missionen stehen ja jetzt erstmal nie auf der Tagesordnung. Das heißt, das werden wir nicht als Aufgabe bekommen. Da können wir es aber vielleicht so mal mitmachen. Ja, sind wir ja fast da hier hinten. Schön Vorgarten, da gibt es was zu holen. Das sah ein bisschen aus wie Kürbisse. Ein Geier, zwei Geier, auch nicht schlecht. Oh, schon mal das erste Zeug geholt. Gehen wir mal schnell ernten, oder? Kürbisse. Apropos, haben wir nicht eine Errungenschaft voll gemacht? Eine Herausforderung? Ja, Polizeizombies. Seltene Gegenstände. Das ist da, hätten wir das schon eingelöst oder hätten wir das schon gemacht, hätten wir beim Händler eine Belohnung dafür gekriegt. Ja, jetzt geht's aber wirklich los. Die Waffe ist nicht geladen. Jetzt schon, die Waffe ist geladen. Und Action. Jetzt sind die Kürbisse wieder da. Schnell gewachsen. Na gut. Wo ist denn der? Du gehörst doch nicht zur Mission, das merke ich doch. Neuer Anlauf. Ach ja, noch ein Nest. Okay, dann braucht man nicht. Oh, guck, da können wir ernten. Aber erst müssen wir die Lage in den Griff kriegen. Lage in den Griff kriegen, das war das Stichwort. Passt. Na, das kannst du erstmal einstecken. Die Pilze nimmst du mit. Okay. Einmal rumgehen. Zement, Kohle nehmen wir auf jeden Fall mit. Und was ist das? Das ist, glaube ich, auch Nitrat. Naja, gut. Brauchst du eigentlich nie. Kannst du dir jederzeit holen, wenn du es brauchst. Schauen wir mal. Wie gesagt, der Name kommt mir bekannt vor, aber die Mission jetzt hier generell gerade nicht. Immer die Pistole in der Hand, nachgeladen hast du. Arbeitsstationen. Und Ölschiefer nehmen wir auch mit.
Und wenn wir schon mal dabei sind, na, wenn wir schon mal angefangen haben, dann müssen wir es auch durchziehen. Sonst ist es ja Quatsch. Sehr gut. Ah, der Schadensbonus, das ist halt, der Schleichschadensbonus, das ist halt nicht zu verachten. Was ist denn hier? Okay. Essen ist immer gut. Naja, das Essen ist jetzt nicht so überragend. Kostet uns nämlich Wasser. Aber Getränke sind gerade einfacher als Nahrung, als Essen. Schön, was hast du denn hier? Vollstrecker-Outfit. Sieht schick aus. Oh, nimm's mal erstmal alles mit. Kannst dir später überlegen, was du damit machst. Guck da hinten. Schleichschaden, Kopftreffer. Oh. Da ist übrigens ein Hebel. Zwei ganz eifrige. Weiß nicht, welche Stufe der jetzt ist hier. Na, alles klar. Überschaubare Herausforderung. So, das kannst du mal so machen. Und hier hast du zwei gegrillte Fleisch tatsächlich gekriegt. Lecker, lecker. Die Tür kriegt man nicht auf. Das kennen wir schon, aber das ist neu. Im vollautomatischen Feuermodus verursacht jeder Treffer 1% mehr Schaden, bis du verfehlst. Hatten wir das nicht schon mal? Ja, immer schön Munition sparen. Stoff, müssen wir da eigentlich irgendwann mal welchen mitnehmen? Ich weiß es gar nicht. Na ja gut, kannst du mitnehmen, da hättest du aber den hier vorne nie wegschmeißen brauchen. Egal. Darf man nicht drüber nachdenken. Manchmal ist das einfach unlogisch. Ein Jagdmesser, nehmen wir gerne mit, habe ich aber sofort zerlegt. Und Kunststoff nehme ich mal auch mit. Säure. Säure brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr so sehr. Da geht es noch nach oben. Na, das hier kannst du auseinandernehmen, da kannst du elektrische Teile bekommen. Hier auch. Das brauchen wir für die Zäune zum Reparieren, für die Elektrozäune. Ach ja, jetzt habt ihr mich entdeckt. Wenn sie bald von hinten kommen, müssen wir halt sehen. So, hier warst du, genau, hier geht's weiter.
Sieht es inventarmäßig aus? Was kannst du denn hier draus bauen? Das Brennstoffspeichermod. Räder hast du, Batterien brauchst du eigentlich auch nicht. Die Chemiestation musst du irgendwann bauen, ja. So, jetzt weiß ich nicht, ob es gut ist zu warten oder ob wir einfach weitermachen. Oh Gott, hab ich mich jetzt erschrocken. Ja, irgendwo unten ist noch jemand. Dann müssen wir das erstmal so weitermachen. Ich gehe jetzt nie runter, den Kollegen suchen. Da rüben wir jetzt weiter. Aha. Will er wirklich, dass wir da rüber springen? Da kommt er bestimmt gleich Geier. Du kannst es erstmal mitnehmen. Wenn wir es dann brauchen, kannst du es, wenn wir den Platz brauchen, kannst du es wegräumen. So, hier geht's nach unten, aber hier geht's ja auch weiter. Da in diesen Silo rein und dann müssen wir vielleicht dort in das Haus noch mit rein. Interessant, was die uns hier gebaut haben. So, was hast du jetzt hier? Alles klar. Du kannst mal ein Vitamin tatsächlich essen. Oh, da geht's runter. Ah, das. Nein! Au! Huiuiuiuiuiui. Das war aber knapp. Hier geht's in den Keller rein. Irgendwo muss die Tasche sein. Da geht es oben weiter, hier geht es unten weiter. Dort 4,20 Meter. Magnum Qualität 6. Ah, hier geht es nicht weiter, alles klar. Da ist der Endloot drin. Schaut einer an. Kann da jemand rauskommen? Wir looten mal von hier unten schon. Da ist die. Na gut, dann können wir das andere Sandwich auch mitnehmen. Sehr gut. Sammelwerkzeuge und die Lampen können wir gleich direkt zerlegen. Oh oh. Oh. Gehen wir hier runter, genau. Immer schön ins Knie, ne? So. Du musst natürlich auch irgendwann das Knie mal treffen.
Ich glaube, das war nicht das Knie. Ja, komm her, jetzt. Aber. Auch wenn es mir gerade geholfen hat, dass es da war. Aber wenn ich es weghacke, komme ich natürlich leichter selber durch. Waffe ist nachgeladen. Da hinten ist er festgehangen, alles klar. So, den haben wir gemacht. Dort ist zu. Den brauchen wir nicht, weil es keine Nachtmission. Hier geht es wieder nach oben. Das ist ein Hoch und Runter hier in dem Gebäude. Wir haben es noch nicht gesäubert. Wir haben aber auch... Halt doch mal deinen Kopf still. Nachladen. So, wo war ich gerade vor uns abgebrochen? Egal. Achso, wir brauchen ja noch den... Ja, wo liegt es denn jetzt, die Tasche? Noch weiter unten, da hinten. Gut, dann müssen wir noch mal schauen, die wird dann da runterkommen. Notfalls Schaufel frei und durchbuddeln. Munition kannst du immer gebrauchen, das war aber nicht der richtige. Ja, haben wir nix. Da ist auch nichts weiter. Und hier geht's wieder runter. Eieiei, was für eine verschlungen, was für ein verschlungener Pfad. Das nimmst du mal mit. Und wenn wir jetzt schon mal dabei sind, dann sammelst du jetzt auch nochmal das Nitrat ein. Wenn du da gerade keinen Mangel hast, aber... Komm was. Obwohl, willst du nochmal gucken, dass du Pflastersteine... Ne, es sind keine. Da waren welche dabei, sehr gut. Und dann kannst du dir ja selbst noch welche bauen. Und die lass mal fallen. Nee, du darfst nicht die Tür aufhalten. Uiuiui. Ja, der Arm ist verstaucht, das Bein ist ramponiert. Ah, okay. Wie oft muss man dir denn noch ins Gesicht schießen? Gut, das sind irgendwelche von draußen, die uns jetzt erstmal nicht interessieren. Wir haben gesäubert, wir müssen jetzt bloß noch die Vorräte finden. Entweder bin ich tatsächlich dran vorbeigelatscht, wovon ich jetzt mal ausgehen würde. Oder sie sind dort dahinter. Sehr gut. Machen wir. Das Problem haben wir gelöst. Gab es hier einen Schalter für die Tür? Nö. Da geht's nach oben. Gut, da ist ein Schlüsselschalter.
Und dann können wir jetzt in aller Ruhe uns um den Loot kümmern. Haben wir es ja doch noch zeitlich ganz gut geschafft. Das ist gerade mal 16:45 in-game. Und da kann ich also in aller Ruhe noch zurück zum Händler. Das... Nee. Nee, gut. Ich habe das gehört. Eine Schreierin. Die wird uns dann wieder eine riesen Zombie-Horde auf den Hals setzen. Brennstoffspeicher-Mod, das gefällt mir. Da kannst du das zerlegen. Das nimmst du auch mal mit. Machst du so. Gut. Weiter geht's. Oh nee, nee, nee. Nee, gut. Nee, gut. Benzin musst du auch mitnehmen. Ja. Das wird ganz böse, Leute. Wir könnten die Flucht ergreifen und die Kiste später holen. Wenn ich wüsste, wie schnell sie durch sind. Die kannst du lernen, dass das... Nimm mal alles mit, was geht. Das zerlegst du. Und jetzt guck mal bitte. Wo ist denn dein Fahrrad? Das war fast zu erwarten. Also diese Schreierhorden mit den Grünen, und ihr habt auch gesehen, die Schreierin selbst war ja auch eine Verstrahlte. Dagegen habe ich noch kein Kraut gefunden. Ihr seht, es erscheint bei meinem Rucksack, ist jetzt neu, wir haben ja den Schlafsack letztens gebaut. Nee, erscheint bei meinem Rucksack, hat man schon, aber erscheint auf oder bei meinem Bett, das ist neu. Wir haben ja den Schlafsack gebaut. Gut. 25% EP verloren, das ist jetzt erstmal so. Ich renne mal schnell hin und hole mir mein Zeug. Die Horde sollte weg sein. Und das Einzige, was jetzt noch rumlag... Ach, ein Verbandskasten, ein großer. Na gut, den brauchen wir noch nicht mehr, nur sind wir... Ja, wieder geheilt. So, wo ist jetzt mein Fahrrad? Da drüben. Tja, diese Schreierhorden. Das sagt mir auf jeden Fall erstmal, dass es noch nicht gut ist, den Schwierigkeitsgrad hochzu... Oh, tut mir leid. Den Schwierigkeitsgrad hochzuschalten, das ist jetzt keine gute Idee. Und jetzt packen wir mal erstmal irgendwas hier rein, was wir später wieder brauchen. Das kannst du verkaufen. Gut, und dann kannst du nämlich dir das Fleisch holen. Lecker, lecker. Die Knochen lassen wir gleich liegen. Und dann geht's zum Händler. Zum Glück haben wir die Mission vorher abgeschlossen. Ja, ich muss, glaube ich, dringend auf panzerbrechende Munition umstellen. Das hilft auf jeden Fall. Und wir brauchen dringend das nächste Sturmgewehr, das nächste höhere. Gucken wir mal, wer hier vor uns sitzt. Cool. Das Spiel meint es gerade gut mit uns, nachdem es uns so verarscht hat. Und das Nachtsichtmod hat man schon mal. Hoch, das kannst du auch verkaufen. Gibt es immerhin 200 dafür. Und noch ein Blick in die Ambulanz. Sehr gut.
Jetzt muss ich mal gucken, Licht hast du noch an, deshalb ist es so hell gewesen. Ja. Also bessere Waffen und bessere Munition kann uns helfen. Und was richtig schick wäre, wäre ein Robotikgeschützturm, den wir dann im Zweifel jederzeit hinstellen können und damit ja, zusätzliche Feuerkraft haben. Guckt euch das mal wieder an. Ich habe gerade einen Tier 4 Schraubenschlüssel gekriegt. Ja. Und was machen wir dann mit dem? Zerlegen. Was kriegt man dafür? Eisen. Sehr gut. Schön. Neuer Schraubenschlüssel. Gut, dass ich den anderen noch nicht repariert hatte. Tja, wir sind am Tag 43 und das war jetzt unser fünfter Tod. Das ist nicht gerade glorreich. Aber es gibt Schlimmeres. Ich hatte schon schlimmere Staffeln. Ich weiß auch nicht, warum die Schreierinnen. Eigentlich war es doch immer so, was haben sie vielleicht geändert, dass die Schreierinnen nur geschrien haben und damit neue Zombies getriggert haben, wenn sie uns gesehen haben. Sie wurden zwar grundsätzlich angelockt durch Lärm und auch durch flackerndes Feuer, also von Fackeln oder von Schmiede, Lagerfeuer und sowas, aber geschrien haben sie, glaube ich, erst, wenn sie uns gesehen haben. Das haben sie jetzt, machen sie jetzt nicht mehr. Die triggern eine übelste Horde und dann habt ihr ja gesehen, das waren ja 4 oder 5 grüne, also verstrahlte Zombies. Tja. Da ist der Händler, der wird gerade bewacht von einem Zombie. Oh, was war das? Okay. Oh, ich park bloß ein. Und dann hole ich mir deinen Kopf. So, Glück gehabt, durfte ich deinen Kopf behalten. Haben wir Inventarplatz für die Belohnung? Nicht wirklich, müssen wir erst verkaufen. Moin. Verkaufen erstmal. Ja, hat ein bisschen was gebracht. Ne, den Rest willst du eigentlich behalten. Gut. Ne, die Sonnenbrille kannst du noch verkaufen. Und was hast du denn hier? High-Power-Munition? Aber wir nehmen wieder das Zeitschriftenpaket. Oh, Polizistenschlechter haben wir geschafft. Das sind alles richtig gute Belohnungen. Allerdings kann es eigentlich nur die Solarzelle sein. Wer letztens dabei gewesen ist, wir hatten schon mal eine beim Händler angeboten gekriegt zum Kaufen. Die hat 50.000 gekostet. Das kriegst du mit niemandem anderen hier hin. Schmelztiegel haben wir inzwischen. Legendäre Teile haben wir auch genügend, um uns alles bauen zu können, was wir bauen wollen. Und der Wasserfilter ist auch vergleichsweise billig und es geht auch ohne. Wir sind ja momentan dabei, das Wasser abzukochen. Also wird es die Solarzelle werden. Und was ist das? Stufe 4 abgeschlossen. Meine Güte, das wird ja immer besser. Ich werde die Chemiestation nehmen müssen, weil wir die noch nie haben und so auch noch nie bauen können. Schrotflinten braucht man nie, Nahkampfmods braucht man auch nie und Nahrungspaket ist jetzt auch nie unser größtes Problem. Also Chemiestation. Ja, meine Güte, das war ja mal richtig lohnend. Schön, eine Solarzelle. Kannst du aber nie verkaufen, will er nie haben. Aber zum Kaufen, wie gesagt, hätte es 50.000 gekostet. Motorradfahrwerk, aber Motorrad haben wir schon. Chemiestation und da gucken wir uns That dann. came with a full no money back guarantee. Ja, wir müssen jetzt natürlich in den Schnee zum Träder, wie hieß er? Oh, wo ist denn der Schnee? Zum Träder Hook. Und von dem kriegt man dann die nächste Handelsroute vermutlich, die uns in die Wastelands führt, ins Ödland zum Händler. Und dann haben wir die letzte Handelsroute und die Stufe 5 freigeschalten. Was haben wir hier? Arbeitsstation. Jetzt haben wir Zementmischer freigeschalten. Das ist natürlich richtig gut. Die Chemiestation haben wir bekommen. Den Zementmischer haben wir freigeschalten. Können wir also selber bauen. Handfeuerwaffen, da haben wir die MP5 freigeschalten. Und Vorschlaghammer sind jetzt nicht so wichtig für uns. Aber
Wenn er schon mal über Zement redet. Zement hat er, aber Zementmischer hat er nicht. Mit Betonmischung hat er richtig viel. Aber wir können sie jetzt selber herstellen. Kein Grund, das zu kaufen. Sehr schön. Sehr erfolgreich. Wir werden uns entsprechend Anfang der nächsten Folge den Zementmischer und die Chemiestation bauen. Wobei die Chemiestation ist, war der falsche Ausgang. Unser Fahrrad liegt da drüben diesmal. Ich werde das schon aufbauen, damit wir das auch nutzen können. Da kann ich nämlich schon die ersten Fertigungsaufträge einstellen und fahre dann zum Händler ins Schneegebiet. Und dort, denke ich, werden wir uns dann in der nächsten Folge treffen. Dann fahren wir zusammen zu den Wastelands. Und dann können wir gucken, ob wir dort vielleicht in den Wastelands nochmal eine etwas niedrigere Mission machen. Tier 2, Tier 3, mal gucken. Können wir uns noch überlegen. Ja, und für heute verabschiede ich mich. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.